Wieder eine Folge PB und jetzt als erstes, was ich machen will, ich will erklären, warum ich mit dem Auto nochmal zurückgefahren bin. Ich habe kurz überlegt in der letzten Folge, also als Sven am Boden lag, dachte ich kurz, ich will ohne Sven nicht leben. Ja, genau. Das. Ich habe dich aber verfehlt und danach dachte ich, ich kann nicht ohne dich, ich wollte dich überfahren. So Selbstmordmission. Dann hast du gesagt, nein, was machst du denn? Dann habe ich wieder umgedreht. Kurz in deinem Wahnsinn abgehalten. Ja, genau. Wir hoffen, du könntest uns doch noch retten. Ja, und dann, als ich dann tot war, bist du ja in einem Feuergefecht heldenhaft gestorben. Ja, es kam von allen Seiten. Ich bin einfach ein das bisschen Panik. Ein schlechter Porno. Ja. PB. Er kam von allen Seiten. Genau, PB steht für Player Unknown Bukake. Bukake Ground. Also Kinder, googelt das nicht. Was? Ich weiß gar nicht, wovon. Bukake habe ich noch nie gehört. Buchstabierst du am besten. Hast du deiner Freundin schon gesagt, dass du mit dir Schluss machen musst? Was? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Hast du deiner Freundin schon gesagt, warum wir mit dir Schluss machen mussten? Die Ehe für alles jetzt durch, ne? Du brauchst deine Homosexualität nicht mehr zu verstehen. Ja, Sven, endlich können wir heiraten. Ja. Was hast du mal Dieter gesagt? Die Wahrheit. Es ist schon langsam ein bisschen aufgefallen, dass ich jede Nacht weg bin. Ich kann das nicht immer auf den Nachtdienst schieben. Ich muss arbeiten. Ich habe Bereitschaft. Ich bin geil, komm rüber. Wie war der beste Twitter-Post? Ehe für alle? Aber ich will doch gar nicht heiraten. Endlich kann Tim sein Anime-Kissen heiraten. Ach nee, ist ja nur Ehe für Homosexuelle, ist ja irgendwie Fake News, Ehe für alle. So, wir fliegen da lang. Ich will eigentlich zu meiner Scheune. Wir könnten hier hin und zur Scheune laufen. Ah ja, gut, komm, 3, 2, 1 raus. Ich muss mich jetzt zweimal im Kreis drehen, bis ich die Markierung gesehen habe. Ich orientiere mich immer an deinem Pfeil, weil der zeigt ja jetzt auch, in welche Richtung du guckst. Scheiße. Toll, dann fliegen wir beide aufs Meer zu, weißt du. Du irritierst dich an meinem, ja. Also wir haben jetzt zwei Runden gespielt und haben beide schon einen Kill. Wir sind aber trotzdem nur zu den besten 30, glaube ich, gekommen, oder 40. Ja. Und ich hab dich mal umgeguckt, ich sehe dich. Ah, und, da ist noch einer. Da hinten. Der fährt, glaube ich, auf dasselbe. So, was? Ich weiß es nicht, oder? Jo. Der war tief höher als wir. Wir könnten den. Dann laufen doch. Ich gehe direkt hier rein, wo ich. Schnell, lauf! Ich hab eine Machete, Junge. Junge. Mehr brauche ich für dieses Spiel nicht. Machete-Runde. Ja. Toll, ich hab Rotpunkt. Ich hab zwei Schrotflinten. Was? Ja, machst du. Oh, ich hab einen Erste-Hilfe-Koffer. Ich hab einen Rucksack 3. So, wo ist der Spasti? Jage dich. Komm her. Pam. You killed the teammate. Ja, ich hab auch eine Schrotflinte. Eine dicke S12K. Ich auch. Echt? Ja, geil. Was ist das denn? Sanitätstasche, achso. Was, da habe ich mich schon zuletzt vorgewundert. Aber meins ist mit Rotpunkt. Achso. Meine ist größer. Meine ist größer. Meine ist länger. Überhaupt hier gelandet? Es kann auch sein, dass der abgedreht ist. Ja, hätte ich uns gesehen, wäre ich auch abgedreht. Wir sind hier Kekkoffer Games, ich liebe euch! Bam, bam! Schmerzmittel. Leichtes Ziel. Ich warte, bis der andere den einen erschießt. Okay, hier ist auch nicht. Wir sind allein. Ja, jetzt wisst ihr sicherlich auch, warum Tim eine Frau spielt. Einmal in meinem Leben. Möchte ich der kleine Löffel sein. So. Oh, was ist das denn für eine Scheiße? Was denn? Die Map. Oh, ja, dann nicht dahin, ne?
Können überlegen, ob wir durch die Ruinen. Ah, Ruin habe ich so schlecht auf. Hier rüber einfach, und dann nach oben? Ja. Ja, ich hoffe, dass ich irgendwas finde, was Fernkampf hat. Irgendwie so. Ja, wir zwei Schrotflinten. Ich habe zwei Schrotflinten. Ich mach gleich Akimbo hier. Bam, bam. Ja. Alter, ist mir warm. Ich halte das nicht mehr aus. Dabei spielst du auch immer nackt. Ja. Wenn jetzt einer irgendwo von weit nach uns schießt, wird voll gepickt. Ja. Hoffentlich ist da keiner drin. Ich dachte, das wären so zwei Scheunen oder so, nicht zwei Häuser. Oh, rechts ist auf. Oh, dann sollten wir zusammen gehen. Ja, hier ist auch auf. Hier ist auch auf. Psst. Nächsten Flugzeug, ich sag kurz für ein Auto. Ich gehe davon aus. Oben. Ich mach Tür zu. Alles leer geräumt. Voll vergessen. Hier ist top da Hause. Ja, nur Rucksäcke. Keine gute Runde. Ja, scheiße. Jetzt haben wir nicht mehr viel zur Auswahl bringen können, ne? Nee, ab Richtung Norden. Na ja, komm, bevor die Zone noch kleiner wird, wir haben eh kaum geguckt. Auf in den Norden. Und jetzt war Süden. Ne? Ja, ab in den Süden, der Sonne hinterher. Ey, yo, was geht? Ach, ist auch nichts drin. Scheiße! Kraftausdrücke benutzen. Die Arbeit hat mich aggressiv gemacht. Nur Spasten. Das ist immer so auf der Arbeit. Ja, im Moment besonders. Boah. Irgendwann, wenn du mal Hauptbahnhof liegen siehst, was Bescheid. Ich war's. Also vom Gericht werde ich das natürlich abschneiden. Das war die IS. Das war natürlich. Die IS. Park. Das ist einfach voll dumm, was wir hier tun. Ja, was bleibt voll. Uns übrig? Was bleibt uns übrig? Ich war jetzt auf einer Firmenabteilungsfeier und da ist die Rennbahn hier in Düsseldorf für uns angemietet worden. Und so freie Getränke, frei Essen, bla bla bla. Und ich war halt irgendwann, ich hatte nächsten Tag Frühdienst, ich musste 6 Uhr auf der Arbeit sein. Ach du Scheiße. Und ich war halt irgendwann, ich hatte irgendwann so um 23 Uhr schon irgendwie, also Bier kann ich gar nicht mehr nachzählen, ich würde so 10 sagen. Und etwa 8 Schnäpse, also mindestens 16. 6 Uso und 2 Jägermeister. Und mein Chef stand die ganze Zeit neben mir, also mein Hauptchef. Und ich so, der oberste Macker. Ja, ja. Und ich immer so, neben meiner Stationsleitung, ich so, immer mein Handy rausgeholt, immer denselben Scherz gemacht. Ich so, Birgit, ich muss mich heute krank melden. Das habe ich einfach 10 Mal oder so gemacht und sie hat mich jedes Mal angeschrien. Du kannst nicht machen, wir haben morgen Stammdienst, sonst keiner ist da. Und ich so, nein, nein, hier, wir sind doch, wir beide haben Dienst und morgen die Kollegin, die arbeitet dann und immer so zu unserem Chef, ja, hier, wenn du morgen irgendwelche Anliegen hast, dann meldest du dich hier bei der Jenny, bla bla bla, und die macht das alles und so, ja, ja, okay, bla bla bla. Nächsten Tag komme ich zum Dienst, voll verkatert, Tunnelblick, auf jeden Fall, immer noch halb betrunken. Und da ist meine Kollegin krank. Also die nüchtern war. Also die nicht zu der Feier kam. Ich so, was ist das denn? Kannst du dich krank melden? Ich komme hier mit wahrscheinlich 2 Promille an. Alles für die Firma. Und die hat uns sogar noch angeboten, dass wir um 6:30 kommen und bla bla bla. Und gut, dass wir es nicht gemacht haben. Ja. Gab's auch so eine Ansprache und dann stand so einer im Anzug, der hat die Ansprache gemacht und immer ein Kollege vollkommen betrunken schon, bevor der gekommen ist, weil der einen Kackdienst hatte, also immer viel zu laut, was macht denn das Anzug-Arschloch da vorne, was redet der da überhaupt? Ich so, halt die Fresse. Ich hab meine Lieblingswaffe gefunden. Oh, Rucksackstufe 2. Hier ist noch eine M16, wenn du willst. Oh yeah. Besser als, ich hab jetzt 90 Schuss für meine Waffe. Besser als 2 Schrotflinten. Ich hab meine M416, meine Lieblingswaffe. Rucksack, Magazin. Ach, nur Scheiße. So, ja, warte mal. Was haben wir denn jetzt noch? Ja, eigentlich
Okay. Ach, die Sanitätstaschen können bis auf 100 heilen. Ja, die können das. Das einzige ist unter Energy Ding, ne? Sollen wir direkt über die Brücke hier hin? Weil wir schon mal auf der anderen Seite sind? Ja, ja, ich denke, da wird es eh hinauslaufen drauf. Auf der guten Rheinseite. Was sind hier noch? Verbände. Ah, nicht so viel. Crowbar. Boah, ich hab nicht mal so einen Rotpunkt, ne? Ich hab auch keine Aufsätze. Hier ist nur ein Rucksack, aber naja. Also. Hauptsächlich am Rucksack 3, find aber gar nichts. Schwimmen, schwimmen. Oh nein. Ich hasse Schwimmen. Jetskis müssen wir noch bauen. Oh ja. War die Wassergeräusche schon immer? Oh, das kann sein. Ich glaube nicht. Zum Zweifel tauche ich sie nochmal. Tee. Ah, okay. Ich will mal mein tolles Hinhocken nehmen, aber das bleibt ja trotzdem bei C. Muss man separat noch einstellen. Ich will mal kurz ausprobieren. Okay, ja, ich hab. Ich weiß wieder, wie ich mich hinlege, ja. Okay, ich bin rot. Was? Was? Achso. Okay, ich bin rot. Du hast mir gerade einen Schreck eingehört. Okay. War ich das jetzt? Oh. Ich nachher echt auf Imperium. Ja, ich auch. Also es ist auch. So, erstmal im Haus. Erstmal hier Schroti zücken. Ich hoffe, man findet jetzt Sachen ein bisschen besser. Wir müssen auch überlegen, auf welchem Planeten wir anfangen. Ja, genau. Ich überlege tatsächlich, ob damit wir halt schnell sind. Ja, okay. Standardplaneten. Ja, aber eigentlich sind wir auch zu krass dafür, ne? Ja, eigentlich ist es ein bisschen zu einfach, ne? Ja, eigentlich. Ja, guck mal, entscheiden wir gleich. Ich meine, es gibt ja auch noch zwei neue Planeten, ne? Ich würde mir gerne angucken, nicht, dass es wieder so ein Reinfall ist wie das letzte Mal, wo wir reingeguckt haben und auf diesem lila Planeten landen und es einfach nichts finden und einfach verrecken. Der war aber auch ein bisschen extrem scheiße. Ja, es gab einfach nichts. War, ganz ehrlich, also Akua ist ja der grüne Planet. Wäre auch schon irgendwie. Wir könnten ja so machen. Wir nehmen Akua, bauen uns eine kleine Basis, jetzt nichts Übertriebenes wie sonst mal, und dafür bauen wir direkt eine Raumstation, auf der wir uns so ein bisschen. Ja, das ist eine gute Idee. Oh, hier Muni für uns beide. Ich muss mich nur erstmal nachher wieder reinfinden. Unten liegt ein Scar, ne? Lieber die Scar als hier ein 60. Ich kann besser als das Scar, ja. Oh, jetzt gib mir doch wenigstens irgendein fucking Scope. Hab meine Lieblingswaffe und hab keinen Scope. Aber im Imperium muss ich mich gleich erstmal wieder so richtig reinfuchsen. Ja, ich würde auch sagen, wir machen das dieses Mal schön mit Tutorial und erklären nochmal alles so ein bisschen. Ist ja auch schon was länger her, sind ja neue Inhalte und alles, ist alles leer. Achso, okay. Mother. Hier war aber noch ein Haus, ne? Welches Haus hatten wir noch nicht? Klingt, oder? Ja. Ja, muss mal gucken. Also bei Imperium. Ja, so ein Tutorial wäre gar nicht schlecht, das haben wir gar nicht gemacht. Die einzigen Imperium-Folgen, die wir gemacht haben, war der Aufbruch mit unserem Raumschiff, was dann gestrandet ist, weil der Treibstoff leer war. Stimmt, haben wir das uns gar nicht aufgenommen? Was? Haben wir das uns gar nicht aufgenommen? Nö, das ist die einzige. Das ist nur. Krass, okay, da müssen wir ja wirklich mal hier. Oder haben wir die Folgen. Ich glaube, wir haben die letzten Sachen aufgenommen, als wir das. Ja, genau, aber das, was wir getwitcht hatten. Ja, genau, das waren 4 oder 5 Folgen maximal. Dann würde ich jetzt halt komplett neu anfangen. Also. Ja, gut, und dann machen wir Trick mit Tutorial und allem drum. Genau, also wir haben da noch gar nichts. Oh, die Zone ist wieder ein Ticken kleiner geworden. Okay. Das ist wieder so scheiße, ne? Ein verficktes Visier. Hinten sehe ich Häuser, das wäre das hier. Aber ich würde eher sagen, da lang, oder? Oder hier warte. Lang. Ja, eher da lang. Weil ja. Da ist die Chance ziemlich gut, dass gut. Wir. Waren wir in dem Kleinen, ne? Ich nicht. Nee, ich auch nicht. Boom waren wir auch nicht, ne? Oh, es ist so warm. Es ist echt dem, abartig gerade. Ne, ich hab ein bisschen Angst vor dem Turm. Der ist mir zu offen. Ich würde sagen, verpiss uns. Keine Risiken. Für Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einen Tim oder Apotheker. Boah, es gefällt mir wieder nicht so viel draußen rumlaufen zu müssen und nicht mal irgendeinen Scheiß-Scope zu haben.
Ich wette, ich habe so eine schöne Waffe und krieg nicht mehr dazu, einmal auf einen zu schießen. Ja. Oh, hey, ich habe einen Mantel. Aber ich habe nicht mal einen Helm. Ich habe nicht mal eine Weste. Ach, ne, stimmt, eine Weste habe ich auch nicht. Gar nicht. Ich habe einen Helm, Stufe 2. Ein Headshot mit Wegfenster. Vor allem kann keiner jetzt wirklich die Häuser scopen, ne? Oder scouten. Bei Imperium braucht man auch keine Nitrado-Server mehr, hast du gestern erwähnt. Ja, habe ich gesehen. Man kann jetzt einfach lokalen Server aufmachen, bei ARK übrigens auch. Und der andere kann dann über Steam joinen. Krass. Deswegen, also das wäre ja optimal dann. Brauchst du jedenfalls mehr einen zu mieten. Du hast auch schon... Achso, ja, was? Ja, da wird das halt auf dem, ganz normal auf dem Spiel gespeichert und nicht auf dem Server, also, der die ganze Map und so. Da müssen wir gleich mal testen. Ja. Alter. Ich geh grad echt kaputt hier. Ich muss echt nix, wo das Fenster wenigstens aufmachen und hoffe, dass es ein bisschen was wirkt. Ja, machen wir mal kurze Dampferpause und dann mach ich auch mal hier alles auf. Ich hoffe nur, dass draußen nicht so laut ist. So, jetzt kommen wir langsam zum Haus. Ah, hier oben sind wir kacke. Oh, da ist es schon. Du hast auch schon den Totenbeschwörer auf 40, ne? Oh, da oben auf dem Dach. Fuck. Wir haben uns gesehen. Einer liegt rechts neben dem Fass und einer ist dann der Lücke. Lad nach. Ja. Fuck! Ich bin irgendwo anders. Lauf auf das Haus zu. Lauf auf das Haus zu. Ja, ich bin runter. Die kommen von hinten. Von hinten, ja. Darfst du es hier hinzukrabbeln? Nee, ich bin tot. Ach, komplett tot? Ja, jetzt bin ich komplett tot. Die waren hinter uns. Oh, eine Weste. Schnell, das Magazin. Okay. Ja, das ist natürlich... Jetzt mache ich mal die Tim-Taktik hier. Mit der dicken Schrotflinte, der hier reinkommt, ist sowas von tot. Scheiße. Kannst du auf die Map gucken? Ja. Und, wie sieht Zonentechnik aus? Fast in der Mitte. Aber dann werde ich erstmal hier ein bisschen chillen. Ja, würde ich auch sagen. Park von hinten, ne? Die Sache auf dem Hügel ist wieder für den Arsch. Ja, ich habe auch nicht... Auch schon, ne? Warum packe ich nicht das Rotpunkt von der Schrotflinte auf die F-116? Genius. Ah, wie ist das schön. Es bewegt sich auch keiner. Viel zu groß für mein Körner, ist alles ruhig. Also ich hätte mich nicht da oben aufs Dach gestellt. Hätten wir jetzt die Scope gehabt, zumindest ein Zweifach oder sowas zum richtigen Visieren, dann hätten wir die erst mal weggeschossen. Wir haben ein, zwei Mal angeschossen, aber... Ja, die auch den rechten, der linke hat sich ja direkt nach hinten verpisst. Und der linke auch, der rechte auch zu dem dazwischen gelaufen. Ja, was? Ich drüben im Haus am rumlaufen. Da ist auf jeden Fall kein Fenster. Ah, wunderschöner Abend auf dem Klo. Danke, dann haben wir sauber gemacht hier. Oh, müssen wir sterben, müssen wir Punkte. Fuck, ey, ich hasse sowas. Ja. So, die Map geguckt, sieht gut aus. Jetzt mal, die wird sich nach rechts verkleinern. Ey, ich bist du nicht mehr drin? Kannst du nicht kommen, ne? Ne. Alter, Falter, was eine Scheiße. Das ist ja richtig schäbig. Das ist mies.
Ups, scheiße, wie rechts gemacht. Weiß, ob die zwei Spackos da drüben noch drin sind, ey. Oh, da kommt gerade ein Drop. Ich gehe kaputt. Wo? Hinterm Haus ein Drop runtergekommen. Ah. Gleich los, wenn die Zone näher kommt. Ich hab keinen Bock, jetzt als erstes loszulaufen und dann irgendwo im Rücken geschossen zu werden. Ja, besser ist das. Mir ist lieber, ich würde einen sehen, ey. Ja, sehr schön, das war irgendwo von da. Brr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 r